Wenn du die letzten Monate nicht hinter dem Mond gelebt hast, dann wirst du sehr wahrscheinlich vom TikTok Creator Rewards Programm gehört haben. Womit viele, mich eingeschlossen, mit solchen einfachen Videos, wo wir uns nicht zeigen oder sprechen müssen, aktuell enorm gutes Geld verdienen. Was dies für mich zum derzeit besten Online-Business macht. Und zu deinem Glück gibt es aktuell eine einmalige Chance, die es dir ermöglicht, in kürzester Zeit erfolgreich zu werden und damit Geld zu verdienen. Deswegen bleib bis zum Ende des Videos dran und du wirst wirklich alles wissen, um selbst Teil davon zu werden. Wie ihr wisst, hat letzte Woche die Fußball-EM begonnen. Ein Event, welches aktuell in Deutschland bzw. auch in ganz Europa eine enorme Euphorie ausgelöst hat. Überall geht es aktuell um dieses Event. Ob in den Nachrichten, bei privaten Gesprächen oder auch auf Social Media. Überall geht es aktuell um dieses Event. Manche von euch wissen jetzt vielleicht schon, worauf ich hinaus will. Andere stellen sich aber vielleicht die Frage, was hat das mit unserem Thema zu tun und wie soll mir das bei meinem TikTok-Erfolg weiterhelfen? Und diese Frage beantworte ich dir jetzt. Denn Social Media ist wie auch die Nachrichten ein Bereich, der sehr gut mit Trends funktioniert. Da das Ziel beider Medien ist, so viel Reichweite wie möglich zu generieren, denn mehr Reichweite bedeutet mehr Geld. Und was bekommen Trends natürlich? Sehr, sehr viel mehr Aufmerksamkeit, was für dich mehr Geld bedeutet. Ich denke, jetzt sollte für jeden von euch klar sein, worauf ich damit hinaus möchte. Da dieser Trend aber nur eine bestimmte Zeit funktioniert, ist es wichtiger denn je, schnellstmöglich damit zu starten. Weshalb ich dir jetzt zeigen werde, wie du am besten vorgehen solltest, um damit zu starten und wie du damit Geld verdienst. Damit du wie dieses Mitglied meiner Community, welches übrigens schon seit einer Weile davon Bescheid weißt, innerhalb von wenigen Tagen viral gehst. Dafür müssen wir uns zuerst einmal ein paar Seiten anschauen, die uns zeigen, wie man von diesem Trend aktuell auf TikTok profitieren kann. Wenn wir zum Beispiel die Seite UMBC Football anschauen, sehen wir, dass diese seit dem Start der EM wirklich komplett viral geht. Allein 3 der letzten 5 Videos haben weit über 1 Million Aufrufe erhalten, obwohl diese auch wirklich nicht aufwendig zu erstellen sind. Und einfach nur die Top 5 meistens eher dümmsten Momente von den deutschen Nationalspielern zeigen. Womit diese Seite bald ihre 10.000 Follower erreichen wird und dann alleine durch das Creator Rewards Programm bereits mehrere 1.000 Euro monatlich verdient. Wäre die Seite aber bereits jetzt schon im Rewards Programm, dann hätten ja nur diese 3 Videos mit einem RPM von 50 Cent, welcher wirklich realistisch ist, bereits 2.250 Euro eingebracht. Doch bevor ich dir gleich zeigen werde, wie du solche Videos selbst in kürzester Zeit erstellst, will ich dir noch andere sehr gute Beispiele mit jeder Menge Potenzial zeigen, weshalb du mir jetzt auch schon gerne mal ein Like dafür dalassen kannst. Nehmen wir mal an, dass du keine Ahnung vom Erstellen von Videos oder Editing-Software hast und dir selbst diese 15 Minuten Aufwand pro Video zu viel wären. Wenn das der Fall ist, könnte für dich eine Seite wie Hoodie Scout in Frage kommen. Diese lädt nämlich Meme-Slideshows über die EM hoch und bekommt auch wie die andere Seite seit dem EM-Start Millionen von Aufrufen auf ihre Videos und wird sobald auch schon die 10.000 Follower erreichen. Doch bei dieser Seite gibt es ein kleines Problem. Denn um Geld mit dem Creator Rewards Programm zu verdienen, benötigt man nicht nur 10.000 Follower, sondern auch Videos, die keine Slideshows sind und über 1 Minute lang gehen. Denn erst dann werden sie von TikTok monetarisiert und bringen dir Geld ein. Wieso also sollte man so eine Seite dann überhaupt starten. Du musst wissen, dass das Creator Rewards Programm nicht die einzige Möglichkeit ist, um mit TikTok Geld zu verdienen. Denn unabhängig davon besitze ich selbst viele Seiten, die zum Beispiel Geld durch Affiliate Marketing verdienen. Eine andere Möglichkeit ist es aber auch noch, die Seite zu verkaufen. Denn viele andere wissen natürlich auch, dass diese einen Wert hat, weshalb sie bereit sind, teilweise Tausende bzw. sogar 10.000 Euro für eine Seite zu zahlen. Der höchste Verkauf einer solchen Seite, den ich bisher mitbekommen habe, war die Instagram-Seite Daequan, welche für über 85 Millionen Dollar verkauft wurde. Ein weiteres Beispiel einer Seite, die aktuell wirklich großes Potenzial für viralen EM-Content und auch unabhängig davon mitbringt, habe ich zwar noch. Bevor ich dir diese zeige, erkläre ich dir aber erstmal, wie versprochen, wie du virale Videos wie die von UMBC Football erstellen kannst. Dafür müssen wir uns zuerst für einen Fußballspieler, am besten aus dem aktuellen EM-Kader, entscheiden. Jemand, der sich meiner Meinung nach perfekt dafür eignet, ist aktuell Florian Wirtz, da dieser aktuell einen enormen Hype auf Social Media hat. Jetzt gehen wir zuerst auf YouTube oder auch Instagram und TikTok und suchen dort nach verschiedenen, am besten lustigen Clips von ihnen, die wir für unser Video verwenden können. Ein Video, das direkt erscheint, ist das legendäre Kartoffel-Ranking-TikTok von ihm, welches wir dann mit einem YouTube-Downloader herunterladen und das Ganze wiederholen wir dann mit 4 weiteren Clips noch. Nachdem ich das erledigt habe, öffne ich das kostenlose Video-Editing-Programm CapCut und ziehe die verschiedenen Clips hintereinander in die Timeline rein. Dann ändere ich das Format auf 9:16 und passe die Clips so an, dass sie den unteren Teil ausfüllen und nur die wichtigen Teile des Clips zu sehen sind. Denn das Video sollte idealerweise etwas länger als 1 Minute lang gehen.
aber nicht zu lange. Als nächstes suche ich ein Hintergrundvideo von einer Seite wie Pexels oder Pixabay und passe es dann so an, dass es die obere Hälfte von dem Video abdeckt. Nun füge ich mit dem Texttool die Zahlen 1 bis 5 sowie die Titel der Clips ein und platziere diese in der Timeline so, dass sie jeweils dann erscheinen, wenn der entsprechende Clip beginnt. Dafür verwende ich gerne Animationen, die du oben rechts in CapCut per Klick hinzufügen kannst. Anschließend kannst du links oben auf Transitions gehen und diese zwischen die verschiedenen Clips ziehen, um gute Übergänge hinzubekommen. Nun musst du das Video einfach nur noch rendern und wenn du es bei TikTok hochlädst, den passenden Hintergrundsound auswählen. Und so sieht das Video dann schlussendlich aus. Normale Kartoffeln. Ich würde sogar sagen, auf die 1. Ich finde, das Ergebnis ist richtig gut geworden. Wie versprochen habe ich jetzt aber noch ein drittes Beispiel einer viralen TikTok-Seite für dich, die aktuell enormes Potenzial hat und auch nach der EM noch erfolgreich sein wird. Es handelt sich um die Seite Illusion Quests. Hier geht es darum, Celebrities anhand ihrer Körperteile wie Mund, Augen oder anderen Merkmalen zu erkennen. Diese Seite erzielt derzeit ebenfalls teilweise mehrere Millionen Aufrufe pro Video, was ihr wirklich beträchtliche Einnahmen einbringt. Genau diese Nische lässt sich aber auch perfekt für das Thema Fußball und die EM anpassen, indem man etwas macht wie Gäste-Footballer und anstatt irgendwelche Celebrities eben Fußballspieler der EM anzeigt. So hat man eine Nische, die derzeit sehr gut funktioniert, in der Kombination mit dem aktuellen Hype der EM. Übrigens wurden alle diese drei Nischen und noch viel mehr bereits vor Tagen in meiner Community, dem Social Circle, released. Wenn du also immer als Erste über solche Themen informiert werden und wirklich alles über das Geldverdienen auf Social Media lernen möchtest, dann empfehle ich dir wirklich dort beizutreten. Und wenn du keinen weiteren YouTube-Content von mir verpassen möchtest, dann vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und auch über ein Like von dir würde ich mich riesig freuen. Wenn du aber wissen möchtest, was das Geheimrezept ist, um mit TikTok reich zu werden, dann klick auf dieses Video hier. Das war's mit dem Video, danke fürs Zuschauen und ciao.